Sie alle wissen, die aktuelle Dürreperiode ist wirklich eine riesige Herausforderung, vor allen Dingen für die Landwirte. Und ich habe ein großes Verständnis dafür, dass wir da jetzt handeln müssen, dass wir was tun müssen, dass wir auch Sofortmaßnahmen prüfen und gucken, wie wir da helfen können, weil die Landwirte eben so besonders betroffen sind. Also nicht Gießkanne, sondern ganz gezielte Förderung. Und dann müssen wir darüber reden, wie wir die Strukturen verändern können, weil das ist jetzt der Klimawandel. Es wird trockener werden, es wird mehr Starkregen geben und wir werden uns mit der Landwirtschaft da insgesamt darauf einstellen müssen.